was bisher geschah. Die Illuminaten, sie haben eine fucking Pyramide aufgebaut. So, und hier ist endlich Danilo, sein erster Auftritt in diesem Video. Der Soundcheck ist erledigt. Und es war natürlich, wie man bei Rock am Ring zu erwarten hat, ein Erlebnis. Ey, ey, da sind Danilo und Nico. Was? Da müssen wir hin. Hallo. Ich wollte mal fragen, ihr spielt ja gleich. Wie ist die Stimmung? Und was erwartet ihr heute? Wie wird so wo heute ablaufen? Ja, momentan sind wir noch relativ entspannt und ruhig. Nachher wird es dann ein bisschen hektischer. Wir werden das schon hinkriegen. Wir werden natürlich das Hause Rock hin. Ja, wird schon. So. Hauptsache die Groupies werden nicht wieder so schlimm wie beim letzten Mal, dass sie wieder die Kleider vom Leib reißen und Nico alle vernaschen wollen. Ich bin ja gut geschützt durch mein Schlagzeug. Ja. Da habe ich ja einen kleinen Schutzschild. Ja, wir sind auch jederzeit bereit, uns da vorzustellen, schützend natürlich. War das eigentlich beim letzten Mal, als Sie einen Groupie mit der Gitarre fast tödlich verletzt haben? Fühlen Sie sich noch schuldig oder? Nee, der ist ja selbst schuld. Also, wer sich da vollkommen entblößt vor mich hinstellt und will, dass ich seinen Schwanz anfasse, dann muss ich halt ihn erinnern. Das ist ganz klar, oder? Wahre Worte. Dennis, wie geht's dir so? Ja, also schon sagen, die ersten Fans wurden ja schon wegen Überhitzung, heute ist ein sehr heißer Tag, die wurden ja schon rausgetragen von der Security, weil das einfach zu heiß war in der Masse. Die standen ja da schon teilweise bis zu 24 Stunden vor dem Auftritt in der Reihe, um vorne sich den Platz zu sichern. Und deswegen mein Tipp an der Stelle, nicht so früh kommen, ne? Das geht meistens schief. Und ansonsten würde ich sagen, macht die Security hier einen super Job. Deswegen, man hört ja fast gar nichts im Moment. Also man könnte denken, dass da wäre keiner, außer wir. Weil die halt so echt ruhig gestellt sind. Die Band, die gerade spielt, sind alte Freunde von uns, U2. Haben wir gefragt, ob die für uns Vorband machen. Und die hat, Bono hat gesagt, ja Alter, keine Frage. Da habe ich gefragt, wegen Budget. Und haben die gesagt, Alter, wir zahlen euch noch was, dass wir da sein dürfen. Hat mich schon echt berührt. Und jetzt sind wir halt hier. Heute wird die Show gerockt. Der Auftakt zu unserer weltumfassenden Tournee. Und ich denke, dass wir werden allen Fans, die da draußen sind und hier, wie gesagt, stundenlang gestanden haben, tausende von Euro für die Tickets bezahlt, an denen werden wir eine unglaubliche Show abliefern. Also wir haben Laser, wir haben Pyrotechnik, wir haben sogar die Typen von Avengers geholt, dass die hier so eine Avengers-Show machen zur Halbzeit. Und also ich sag euch, dass ihr nicht hier seid, ja, es wird, ich habe vorhin mit einem Techniker gesprochen, habe zu denen gesagt, wenn wir irgendjemandem diese Videos zeigen, dann wird das aussehen, als ob wir irgend so in einem kleinen Raum gespielt hätten vor 20 Leuten. Weil diese Masse, diese Dimension, die dieses Event hat, nicht einzufangen sind auf der Linse. Und deswegen wird das weitaus kleiner wirken, als es in der Tat der Fall ist. Grandios. An dieser Stelle muss man auch mal ein Lob an alle Beteiligten aussprechen hier, ne, dass die das alles möglich machen. Richtig, definitiv. Und wie gesagt, das wird. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin gerade sehr angespannt. Ich werde noch kurz mein Mantra aufsagen zum Meditieren. Ja. Und dann wird die Show gerockt. Da sehe ich keine Alternative. Es ist alternativlos, die Show zu rocken. Manchmal steht man vor der Alternative. Da fragen die Leute, willst du die Show rocken oder nicht? Und oftmals kannst du sagen, nee, also eigentlich möchte ich nicht die Show rocken. Aber heute hat mir das Universum zugeflüstert, die Show muss gerockt werden. So, jetzt sind wir bei den geheimen Ritualen von Nico. Oh, komm. Du bist der Geilste. Du kannst das, du wirst die alle niedermitteln. Du bist der eigentliche Star der Band. Die anderen können nichts. Du bist alles, die anderen sind nichts. Du brauchst die anderen nicht. Du bist der Geilste. Ja! Oh mein Gott, er hat die Tür zerschlagen. Oh. Oh mein Gott, er hat das gesehen. Was macht ihr hier? Das ist der beste Augenblick, euch
aufmerksam zu machen, dass blinkende Lichter, weiß ich nicht, Schlaganfälle verursachen können. Das ist nur für unseren Haftungsausschluss, damit wir uns nicht verklagen können. Muss ich nur sagen. So, wir wollen doch eigentlich die Türen zuschließen. Ach, jetzt hat er es endlich gemacht, damit auch keiner abhauen kann. So, dann spielen wir auch schon den nächsten Song. Auf jeden Fall, ich habe schon viel Schnurres gegessen. Was? Was denn? Hast du mal noch ein Lob? Ja, ihr müsst verstehen, das sind so die Lobe von Dennis. Wenn ihr nichts Schlechtes habt, das ist was Gutes. Ich will auf jeden Fall dranbleiben. Was sagst du dazu? Willst du nicht auch auf jeden Fall auf Abonnieren drücken? Abonnieren sofort! Jetzt! Hier klicken! Da machen wir den Button. Okay. Hier bauen wir dann an einen Abo-Button hin. Hier so, irgendwo hier. Da klickt ihr drauf. Richtig. Abonnieren. Um kein tödliches Ungeschick verpassen zu müssen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Jetzt Feierabend. Thank you.